des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Freude im Heiligen Geist von Gott, dem Vater, und Christus, unserem Bruder, sei mit euch. Und mit deinem Geist. In großer Dankbarkeit, in großer Freude, in großer Bewegung bitte ich Sie, Herr Erzbischof, dieses Gotteshaus neu zu weihen. 1891 ist diese Kirche ein erstes Mal geweiht. Heute erleben wir für die Kirche, für unsere Gemeindegeschichte einen historischen Tag. Ein Tag, wo wir um Gottes Geist hier in diesem Gotteshaus und in unserer Gemeinde bitten. Bitte Sie, dieses Gotteshaus heute neu zu weihen. Ja, das tue ich gern. Ich freue mich, dass es soweit ist und dass alles so gut gelungen ist. Ich bringe Ihnen Grüße mit von meinem lieben Vorgänger, Erzbischof Ludwig Aberkamp. Sie wissen, er ist schwer erkrankt, aber er denkt in unserer Stunde an uns und betet mit uns. Wir werden in diesem Gottesdienst viele Zeichenhandlungen erleben. Die braucht man nicht groß erklären. Mit offenen Ohren und offenen Augen und vor allem mit offenem Herzen können Sie die einzelnen Zeichen mitvollziehen. Wir wollen damit beginnen, dass das Wasser als Symbol allen Lebens gesegnet wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zu Beginn der feierlichen Weihe dieses Gotteshauses lassen wir uns mit dem gesegneten Wasser besprengen. Es erinnert uns an die Taufe, durch die wir in die Kirche aufgenommen wurden. Es ist auch Zeichen unserer Besinnung und Umkehr zu Gott. Die Stätten, die uns an die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte erinnern sollen, werden ebenfalls mit dem gesegneten Wasser besprengt. Das sei für uns ein Zeichen dafür, dass dieses Haus für die Feier des Gottesdienstes bestimmt ist. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, jedes Geschöpf kommt durch dich zum Licht des Lebens. Du schenkst den Menschen das tägliche Brot und bewahrst sie in väterlicher Sorge. Doch deine Liebe ist weit größer. Du berufst die Menschen als lebendige Glieder am Leibe Christi zur Gemeinschaft in deiner Kirche. Du reinigst sie von ihren Sünden und führst sie zu Christus, dem Haupt seines Leibes. Wer im Wasser getauft wird und so mit Christus gestorben ist, den lässt du in deinem Erbarmen frei von Schuld zum neuen Leben auferstehen. Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir uns deine Kirche besprengen. Es ist uns ein Zeichen des heiligen Bades der Taufe, das uns in Christus gereinigt und zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. So werde dieser Taufbrunnen für alle,
die im Zeichen des Glaubens hier getauft werden, zur Stätte der Wiedergeburt und zur Quelle des neuen Lebens. Lass uns mit allen Schwestern und Brüdern, die künftig Gottesdienst feiern in dieser Kirche, zur himmlischen Stadt Jerusalem gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Osterkerze als Zeichen des auferstandenen Christus wird entzündet. Schwestern und Brüder, Lesung aus dem Buch Sacharja. So spricht der Herr über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein, wie die Klage um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Wort des lebendigen Gottes.
Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wem halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes, den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ich aber, für wem haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemandem weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In der Tod, in uns.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du sammelst dir aus vielen Menschen dein Volk. Schau auf diese Gemeinde, die sich um die neue Glocke hier versammelt hat. Hilf ihr, dein Wort zu hören und mit Freude hier im Gottesdienst dabei zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schwestern und Brüder, Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Eine Stimme kam vom Thron her: Preist unseren Gott, alle seine Knechte und alle, die ihn fürchten, große und kleine. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja! Der Herr ist König geworden, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Jemand sagte zu mir: Schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir: Das sind zuverlässige Worte. Es sind Worte Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Herr des Himmels und der Erde, dich preist deine Schöpfung. Im Himmel und auf der Erde erschallt dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich. Segne diese beiden Glocken, die dein Lob verkünden. Sie sollen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocken dringen wird, und führe so deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. So spricht Jesus Christus, unser Herr. Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So erfülle er alle, die von diesem Altar seinen Leib und sein Blut empfangen, mit seinem Heiligen Geist, damit sie ein Leib
und ein Geist werden in ihm. Gott möge durch seine Kraft und seinen Geist diesen Altar und dieses Haus heiligen. Sie seien uns sichtbare Zeichen für das Geheimnis Christi und seiner Kirche. Thank you.
spricht Jesus Christus, unser Herr. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, sei im Brot des Lebens, den Sterbenden Kraft auf ihrem letzten Weg, den Kranken Trost in ihrem Leiden, und sei allen, die dich hier anbeten, in deiner liebenden Hingabe nahe. Thank you.
Bye.